Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Das mache ich ja mit am liebsten. Und zwar gestalte ich ganz gerne so in die Feinheiten rein. Und damit recht herzlich willkommen bei Traintreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Im Hintergrund seht ihr jetzt schon ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie ich die Straßen und Betonflächen so ein bisschen gestalte. Das habe ich also euch jetzt nicht angetan, das langsam zu zeigen, sondern eben mal im Schnelldurchlauf, weil das reicht meines Erachtens völlig aus. Das sind so viele Farbschichten, die ich da auftrage nacheinander. Und da denkst du mitunter, das ist aber viel und sehr schwarz und so weiter. Ja, man muss versuchen, das Ganze immer so ein bisschen dezent hinzukriegen, dass es nicht ins Auge springt, aber man näher rangeht, dass man es halt sieht. Und das ist eben der Part, den ich jetzt hier vorrangig gemacht habe. Und finde ich einen recht interessanten Part, gerade jetzt hier, wenn ich diese Risse in den Betonflächen andeute. Das ist eine Sache, das kann man in Spur 1 durchaus machen. Vielleicht sogar ein Set, wenn man die Lust drauf hat, alles überhaupt kein Problem. Das macht man normalerweise in größeren Spuren oder in größeren Maßstäben irgendwo. Ganz toll, vielleicht sogar 1:35 oder sowas, da arbeite ich ja auch sehr gerne. Aber das kann man halt doch sehr, sehr gut darstellen mit einem ganz, ganz feinen Pinsel. Ihr habt es gerade gesehen, das ist wirklich ein feiner Pinsel, damit man wirklich diese Haarlinien hinkriegt. Die Pinsel habe ich eigentlich dafür da, was heißt eigentlich, ich kann sie verwenden, wofür ich will im Grunde genommen, für die Preislines oder für die Figuren, zum Beispiel für die chinesischen Figuren, die man in Massen kaufen kann, dass man auch dort irgendwo ein Gesicht hinmalen kann oder irgend sowas. Ja, das ist der zweitkleinste Pinsel, den ich habe. Ich habe also noch eine Nummer kleiner da. Und das passt schon irgendwo. Das Ganze reibe ich jetzt immer so ein bisschen weg, weil man sieht es gerade aus der Nahaufnahme, das könnte mitunter zu dick oder zu grob sein. Und bin dann sogar nachher noch mit Farbe drüber gegangen, um das Ganze wieder abzusprechen. Ich hätte vielleicht noch eine hellgrauere Farbe nehmen sollen oder eine grauere Farbe und keine schwarze Farbe. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm. Wenn ich nämlich vorne an meiner Modellbahn stehe und gucke drauf, kann ich diese Risse halt noch sehen. Ansonsten ist es wirklich... Ansonsten ist das wirklich nur eine Sache, die ich von ganz nah ansehen kann. Ich mache nachher auch die Straße vorne noch, da habe ich es ein bisschen dezenter gemacht. Auf Fußwegen kenne ich das, hat man teilweise größere Risse, sollte vielleicht nicht so sein in der Wirklichkeit, aber ich kann euch Fotos zeigen um die Ecke, da ist das so. Und die Straßen, ihr seht schon, das habe ich ein bisschen feiner gemacht und habe auch versucht, mal so eine Quadrate mit rauszuarbeiten. Das kennt man ja von Ausbesserungsarbeiten, wenn da was rausgeschnitten wurde und dann wieder aufgetragen wurde und so weiter und so fort. Aber eben auch die ganzen Risse habe ich dann so mit dem Finger so ein bisschen versucht, nochmal abzumildern. Das sind also tatsächlich Sachen, die man kaum sieht. Aber jetzt hier im Hintergrund, was da so ein bisschen unscharf gerade war, ist es so, dass wenn das stärker jetzt zu sehen ist, da kommen nachher noch Zäune vor. Das werdet ihr noch sehen. Und diese Zäune nehmen natürlich oder mildern das ganze Bild wieder ein bisschen ab. Das ist ja wie mit allem, der Frosch, der berühmte, ist wieder heute mal da. Das mildert das Ganze natürlich wieder ein bisschen ab. Das ist so ähnlich wie mit dem Schlammweg aus letzter Folge. Den habe ich ja nachher noch weiter dran gebaut, werden wir noch sehen, die Landschaft ringsrum. Und da sah das vielleicht, es war nicht übertrieben, es sah genau richtig aus hier. Aber wenn man jetzt anfängt, die Landschaft ringsrum zu gestalten, wird man merken, ich habe das jetzt hier drüben auf meiner Bastelstrecke stehen, wenn man das nicht weiß, dass da Schlamm oder nass ist, sieht man das gar nicht. Ich meine doch, man sieht es schon, aber hätte ich es weniger gemacht, wäre es nicht mehr aufgefallen, hätte man es nicht mehr gesehen. Was ich jetzt gemacht habe, ist der Zaun, den habe ich ja aus dem 3D-Drucker bei mir gedruckt. Die Landschaft ist ja krumm, ja, und da habe ich dann im Grunde genommen hinten festgeklebt. Dann mache ich das immer ganz kurz heiß. Mit der heißen Flamme. Und kann den Zaun dann so biegen. Das ist also sehr, sehr toll bei 3D-Druck, das macht sich wirklich gut. Und das Schöne auch ist, wenn man die Layerhöhe, wer sich ein bisschen auskennt, so um 0,1 mm anhebt, hat man im Druck so leichte Linien drin, so leichte Konturen. Die Layerhöhe ist die Z-Höhe, das heißt die Höhe selber. Und da hat man dann wie so eine Holzmaserung in unserem Maßstab. Das macht sich also recht gut. Jetzt habe ich hier den ganzen Zaun so ein bisschen beschwert mit jede Menge von diesem kleinen Zank, um den natürlich aufzudrücken in den verschiedenen Bereichen, weiter hinten, weiter vorne.
Und dann ist das entsprechend dann schön alles angeklebt. Das geht ja relativ schnell. Und jetzt male ich den Zaun also erst vor Ort an tatsächlich. Den male ich also nicht vorher an. Denn wenn ich dann mit der Flamme rangehe oder wenn ich mit Kleber rangehe, dann hat man ja Kleberreste oder verbrennt irgendwas. Deswegen habe ich das halt versucht nachher zu bemalen, nachher nochmal zu machen. Was ich jetzt gemacht habe, sind jetzt nicht mehr die Zäune einzustellen, sondern mitunter stehen da so kleine Härchen, das nennt sich Stringing beim 3D-Druck. Stringing, ein tolles Wort. Und diese kleinen Strings, die kleinen Fädchen, die kann man dann mit dem Bunsenbrenner so ein bisschen abbrennen. Das macht sich ganz gut. Wie gesagt, ich mache das im Nachher rein. Das macht sich also wesentlich besser. Auch wenn man unten, wenn man es aufgeklebt hat, so kleine Kleberreste hat. Der Sekundenkleber, den ich verwendet habe, der macht mitunter dann die 3D-Druckteile an der Stelle weiß. Wir werden das nachher nochmal sehen. Ich hoffe, ich denke dran, euch hinzuweisen, und dann entsprechend sieht das doof aus. Hier vorne ist das Tor, das soll das Tor werden, das heißt, da ist ein längerer Pfahl, auf der rechten Seite ein kleinerer, und da möchte ich dann von dem längeren zu der sogenannten Tür, die ja eigentlich gar keine ist, die nur als Tür da dargestellt werden soll, noch so ein Seilchen ziehen. Das kommt aber in der nächsten Folge, denn da gehe ich noch weiter in die Details rein. Das heißt, da wird es noch feiner, noch kleiner. Das wird nächste Woche dann zu sehen sein. Hier habe ich einen kleinen Traktor, den hatte ich mir mal irgendwann gekauft im Internet. Ist nicht das schönste Modell, wird also noch ein bisschen farblich variieren, also noch ein bisschen was dran gemacht werden. Nicht zu viel, ich werde wahrscheinlich ein kleines bisschen altern. Ich werde nicht komplett neu spritzen, weil das Grün mit dem Rot, das ist schon völlig in Ordnung, so das passt irgendwo. Das mache ich aber auch in der nächsten Folge, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da liegt danach also noch Heu drauf und sowas alles, das kommt also noch. Hier hatte ich jetzt die Qual der Wahl der Zäune. Ich hatte ja vor einiger Zeit mir Zäune ausgedruckt, verschiedene Abstände dazwischen oder verschiedene, ja, Lattungen, sagt man das? Also ihr wisst, was ich meine, diese Latten da, die da dran sind. Naja, da habe ich mich dann für zwei entschieden. Hier sehen wir jetzt noch ein paar Tiere, die ich gerne einsetzen wollen würde. Oben in das Zäunchen rein hatte ich überlegt, erst Kühe zu setzen. Ja, das ist ein bisschen eng für Kühe. Die Kühe sind auch meistens mehr Tiere. Da kommen Pferde rein. Ja, deswegen die Pferde. Und wer sich erinnert, da oben rechts jetzt sieht man diesen Unterstand. Der ist aus dem alten Holzlager, also den habe ich da aus diesem, hatte ich ja damals abgebaut, abgerissen mehr oder weniger, habe ihn aufgehoben und dort hat er wirklich jetzt perfekt hingepasst. Da kommt nachher eine Rückwand dran, machen wir alles noch, kommen wir gleich noch zu in diesem Video. Die Zäune, ich habe mich für grün entschieden. Ich fand das passend zum ersten Häuschen, grüne Zäune, wollte auch nicht für beide Häuser eine verschiedene Farbe nehmen, das heißt doch irgendwo dann ein gleichmäßiges Bild, so dass ich eben vor die Häuser das Ganze setzen kann. Hier habe ich jetzt noch einen Zaun gewählt, den hatte ich auch schon da. Mehrere so kleine Sachen, die ich habe vor einigen Folgen halt das mal gemacht. Da hatte ich ein paar Zäune erstellt, habe ich im Video auch gebracht. Und diese Zäune haben etwas größeren Abstand als die vor den Häuschen. Man sieht es ja hinten bei dem Häuschen, ist ja, wo meine Finger immer davor sind, da ist der Abstand etwas kleiner. Und hier vorne, da ist mir bald einer abgebrochen, wie man so schön sagt. Diesen Zaun dahin zu kriegen, der hatte zwei verschiedene Biegungen. Furchtbar, aber ich habe es hinbekommen. Hier links, schaut mal, da sieht man die weiße Stelle. Das ist Sekundenkleber. Und so wirkt der Sekundenkleber, wenn er etwas schärfer ist, auf, da ist es schön groß zu sehen, auf dieses 3D-Druckmaterial, auf das Filament. Und deswegen nachher pinseln. Ja, das wäre blöd. Ich glaube jetzt nicht, dass der Kleber dann auch weiß geworden wäre. Aber ich wollte es einfach nicht haben. Ich wollte einfach so ein bisschen das Ganze doch irgendwo ein bisschen schützen. Und da habe ich natürlich, wie gesagt, nachher bemalt. Passt ja ganz gut. Ich habe hier sowieso noch kein Gras drauf. Alles gut, alles entspannt. Alles passt irgendwie. Wo ich mich so ein bisschen vermalt hatte, wo ein bisschen braun auf die Erde gekommen ist, habe ich jetzt meine Matschfarbe genommen, wie sie auch bei dem Weg verwendet habe. Habe das ein bisschen übermalt, passt gut. Kommt sowieso Gras drauf. Sieht man nicht und man hat aber dann eben nicht den braunen Zaununtergrund. Jetzt habe ich vorne noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Das heißt, bis jetzt ging die Erde ja so schräg zur Anlagenkante nach vorne runter. Habe mich jetzt entschieden, das aber gerade zu machen. Habe hier noch ein bisschen Erde verfüllt. Nach vorne, wie gesagt, als Schnitt. Bei mir ist das ja so geplant, dass ich ja gesagt habe, meine Anlage, meine Modellbahn hört nicht vorne auf, sondern es ist so, als wenn man einfach einen Schnitt durch die Landschaft gemacht hat und entsprechend der Schnitt dann da ist. Diese Hütte, diesen Shelter, wie man heutzutage sagt, den habe ich jetzt auch noch bemalt. Manch einer hätte es so gelassen, hat mir nicht ganz so gefallen, war mir etwas zu eintönig, zu blass, zu farblos. Habe an der Seite die gleiche Holzfarbe verwendet wie für die Zäune. Und für das Dach habe ich mir aus drei verschiedenen Farben selber was zusammengemischt. Das heißt, das ist die Matschfarbe, das ist ein bisschen schwarz und das ist das Braun, was ich hier auch verwendet habe.
Und danach kommt ein bisschen Wash drauf, um das Ganze dann eben doch ein bisschen von der Struktur her zu unterstützen, ein bisschen Tiefenwirkung reinzukriegen. Und habe ich im Grunde genommen von allen beiden Seiten oder allen drei Seiten in dem Fall gemacht. Und damit das eben ein bisschen runder wirkt, irgendwo alles ein bisschen angenehmer. Und das Gleiche mache ich natürlich auch mit den Zäunen. Die bleiben dann nicht so einfach braun, sondern die kriegen eben noch ein bisschen, Wash obendrauf, so dass es eben doch ein bisschen tiefer, die sind sehr stumpf, die Farbe, das ist ja Absicht. Ich mag ja sehr matte und stumpfe Farbe für solche Sachen, weil ein glänzender Zaun nehmen wir mal nicht übel, wenn er nicht gerade frisch gestrichen ist und noch nass ist, ja, was soll's, ne? Deswegen aber ein bisschen Wash, dass da so eine Tiefe auch hier rauskommt und das ganze Farbbild ein bisschen runter zu machen irgendwo. Und jetzt seht ihr schon, dass ich hier von den Kleber auftrage, der eben jetzt, wo das Gras drauf kommen soll. Ich habe also hier in dem Fall heute mal drei verschiedene Grasfarben verwendet. Das Ganze sind ja diese Standardgräser, was ich nicht mache an unserer kleinen Spur. Ich arbeite hier nicht mit diesen statischen Aufladungen da, dass die Gräser nach oben geht, ja mit dem ersten sowieso nicht. Und zweitens, in unserem Maßstab ist das Quatsch. Bin ich ehrlich, was soll ich da mit statischem Gras arbeiten, was da hoch steht? Das wäre dann, weiß ich nicht, einen Meter hoch gibt es zwar, wenn ich über die Felder laufe im Sommer, aber das hat mir nicht gefallen, zumal ja hier Tiere drin sein sollen. Und dann kommen ja sowieso noch Büsche und Bäume in der nächsten Folge alles mit dran. Und deswegen habe ich das dann so ein bisschen überrieselt, habe das immer mal mit dem Kleber so ein bisschen höher gemacht, dass das eben nicht so gleichmäßig aussieht am Zaun, sondern eben als wenn das wirklich ein bisschen verwachsen ist irgendwo. Dann habe ich jetzt hier und da mal eine andere Farbe mit eingemischt, dass das eben doch ein bisschen freundlicher aussieht. Ich habe ja bei mir auf der Modellbahn sehr, sehr viel gearbeitet mit dunklen Farben, habe mich aber entschieden, jetzt gerade im vorderen Bereich ein bisschen hellere Farben mit einzusetzen, sodass die Tiefenwirkung ganz gut rauskommt. Ja? Also wenn man vorne ein bisschen heller ist und hinten ein bisschen dunkler auf der Modellbahn, dann wirkt das Ganze noch ein bisschen tiefer. Diesen Unterstand habe ich hinten beklebt mit ich habe doch neulich Waggons gemacht, wo ich unten die Holzplatten reingemacht habe, wo die Kabel drum drauf waren. Und das ist so ein Hintergrund von so einem Waggon. Fand ich, ich habe den einfach noch da gehabt. Ich hatte einen zu viel gemacht, falls er mal zerbricht. Und da passt super da hinten rein. Von hinten Holzfarben bemalt, sieht toll aus. Und habe jetzt mir ein relativ gelbes, man sieht es ganz gut, Streu genommen, was ich reingemacht habe, was so ein bisschen wie so ein, ja, für die Tiere so in der Ecke so liegt, ja. Und das ist das gleiche Zeug, was nachher auch vorne auf den Anhänger drauf soll, von dem Traktor, so dass es eben aussieht, als wenn das wirklich das gleiche Material ist. Ob man das so in dem Fall erkennt, was ich mir dabei gedacht habe. Oder frisches Gras, Grasschnitt, also Heu wahrscheinlich weniger. Aber ich glaube, da kann ja jeder, wie er will, drüber nachdenken und dann passt das irgendwo. Mit diesen Bildern würde ich sagen, schaut mal bitte in diese beiden Videos hier oben noch rein, die passen zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, macht schön gut bis nächste Woche, freut euch drauf, da geht's noch mehr ins Detail und da kommen noch mehr kleine Sachen. Und bis dahin, schöne Woche. Tschüss, euer Uli.